Am Donnerstagnachmittag wurde ein 45-jähriger Radfahrer bei einem Unfall in Weidenau verletzt. Er war mit seinem Fahrrad auf der Bismarckstraße in Richtung Siegen unterwegs. Dabei übersah er, dass ein PKW schon einige Zeit mit geöffneter Tür auf einem Parkstreifen stand. Der Fahrradfahrer prallte gegen diese offenstehende Tür und stürzte auf den Asphalt. Bei dem Sturz zog er sich Kopfverletzungen zu, die vor Ort notärztlich behandelt werden mussten. Nach der Erstversorgung wurde der 45-Jährige in das Siegener Marienkrankenhaus eingeliefert. Die Polizei weist darauf hin, dass der Unfall für den Radler weitaus glimpflicher hätte ausgehen können, wenn er einen Schutzhelm getragen hätte.